wie alte Schuhe, die einfach mal in den Schrank wirft und schauen, wo sie landet. So würde ich sagen, sind wir. Aber Neupop, kann man sagen, würde uns wahrscheinlich am besten beschreiben. Weil das irgendeine Art von neue deutsche Welle Einfluss ist, der immer noch sehr poppig ist, aber wir bisher noch keine Schublade dafür gefunden haben. Wir haben halt so mit Beatles-Covern und sowas angefangen. Jetzt mit Neudeutscher Welle war tatsächlich was, was wir kurz bevor wir ins Studio sind, eigentlich mal so ein bisschen reingehört so hatten. Und der Christian Höck, bei dem wir aufgenommen hatten, der hat uns dann so ein paar Sachen hingeschoben. Gut, in den letzten Jahren, welche Bands stechen da raus? Für uns oft mal im Bilderbuch, klar, war es faszinierend. Ist für viele Bands ein Vorbild gewesen, mal einen Schritt weiterzugehen, mal das Ganze neu zu interpretieren. Und das haben wir eben jetzt auch vor, bloß auf unsere Art und Weise. Ich glaube, wir haben dann alle so einzeln irgendwie angefangen, deutsche Bands halt mehr zu hören. Aber ich glaube, wir haben da gar nicht so den großen gemeinsamen Nenner, wenn es um die Deutschen geht. Also bei mir ist es tatsächlich eher so Isolation Berlin oder sowas oder Drangsal, schätze ich. Drangsal natürlich auch, ja. Ja, Falco vor allem auch, finde ich, waren da. Udo Lindenberg, irgendwie schon, finde ich. Der catcht einen. So, EP Sieben Leben ist es hauptsächlich gekommen, weil wir beim Feuerwehr-Contest in München davor teilgenommen haben und da dann überhaupt die finanziellen Mittel hatten, um was aufzunehmen. Und ich glaube auch zum ersten Mal für die Musik eine Bestätigung so richtig erfahren haben, auch für das Deutschsprachige. Ich meine, letztendlich war es zeitlich auch gut. In dem Jahr, in dem wir in dem Contest teilgenommen haben, haben wir auch uns bereit gefühlt, die Sachen mal aufzunehmen. Die waren dann soweit und wir haben gesagt, okay, der Stil, den wollen wir jetzt mal auf eine Platte bekommen. Also unsere EP Sieben Leben heißt deswegen so, weil es der Titelsong von diesen 6 Liedern ist, den wir haben. Und quasi uns am meisten hervorgestochen hat, das uns quasi sehr gut beschreibt mit unseren ganzen Facetten, die wir auf der EP auch zeigen werden. Ein kleines Sprichwort, das wahrscheinlich jeder kennt, aber auf unser Leben versucht drauf zu basteln, was wäre, wenn wir Katzen wären und sieben Leben hätten. Das Schreiben von Songtexten ist speziell bei mir. Ich tue mich damit tatsächlich am schwersten. Bei mir steht eigentlich immer schon davor alles, tatsächlich auch die Melodie. Und ich versuche dann irgendwas drauf zu basteln, was dann zu dem Gefühl von dem Lied passt. Und der Refrain sollte relativ kurz und prägnant sein. Deswegen die Wiederholung und dass man den Wortwitz in Anführungszeichen halt gleich dann mitkriegt. Also nicht, dass der irgendwie untergeht. Bei Amo geht es hauptsächlich um das Flirten tatsächlich. Und wie jemanden das beeinflussen kann, wenn er von einer anderen Person Begierde praktisch empfindet. Also was das mit einem anstellt. Unser tägliches Leben quasi. Unser tägliches das Leben. So. Ich kenne das überhaupt Alltag. Nicht. Wollt ihr mir dann nachher dann mehr darüber erzählen? Weil ja, gerne.